Nun ist ja die erste Sondierungsrunde vorbei. Die nächste läuft gerade, hat heute begonnen und zieht sich. Mittwoch ist dann nochmal mit den Grünen und ich sage vorher, das wird noch weitere Runden geben. Und übersetzt in Wochen, es wird noch wie viele Wochen dauern? Und warum? Also normalerweise läuft es so, es gibt längere Sondierungsverhandlungen, die ja dann auch ein Sondierungspapier, jedenfalls für die, die verhandeln wollen, wird es ein Sondierungspapier geben. Sondierungen sind keine Verhandlungen, nur um das zu sagen. Doch, de facto sind sie eben heute schon Verhandlungen. Ich darf daran erinnern, auch im Bund haben die drei Ampelparteien ein Sondierungspapier gemacht. Das hatte auch schon mehr als 25 Seiten, wenn ich richtig erinnere. Auf dieser Basis haben kleine Parteitage entschieden, dass von Sondierungen in Koalitionsverhandlungen eingetreten wird. Das wird hier in Berlin auch so sein. Und dann beginnen Koalitionsverhandlungen. Daran sieht man schon, das ist alles andere als ein schneller Prozess. Und wenn Sie jetzt Ihre Partei sehr gut kennen, was Sie ja tun, dann steht am Ende, welche Farben auf dem Papier? Also, schwarz und rot oder schwarz und grün? Oder das schwarz kann ich Ihnen beim besten Willen nicht beantworten. Nicht, weil ich nicht sagen will, was ich denke, sondern weil ich es wirklich nicht weiß. Und der Herr Wegner hat mit Ihnen nicht mal so am Telefon übers Wochenende gesprochen? Ich habe ihn sogar am Wochenende gesehen länger. Aber auch der weiß natürlich nicht, was da rauskommt. Ja, aber er will ja eine Farbe haben an seiner Seite. Welche hätte er denn am liebsten? Na, er legt sich da intelligent. Also ich finde überhaupt, dass er das nicht nur im Wahlkampf, sondern auch jetzt nach der Wahl sehr geschickt gemacht hat. Deswegen sagen ja auch 65% der Berliner, er soll eine Regierung führen. Also auch die, die was anderes gewählt haben. Weil er jede Form von Triumphgeheul und Vorfestlegungen vermeidet, sondern sagt, ich gehe ergebnisoffen in diese Verhandlungsrunden. Und er ist auch ergebnisoffen. Also jetzt auch nicht... Das ist jetzt auch kein Spruch. Es gab, ja. Das halte ich für sehr vernünftig. Das scheint das Publikum und die Wählerinnen und Wähler auch vernünftig zu finden. Also ist er offen, also kann niemand sagen, was rauskommt. Und deswegen weiß es niemand und ich weiß schon gleich gar nicht.